Hey, hallo zusammen. Wir werden uns heute ein bisschen mit Worship befassen. Wir werden Gott anbeten. Wir werden ein paar von meinen Songs hören und ein bisschen darüber nachdenken, was wir eigentlich Lieder brauchen, wie wir die einsetzen können. Und ich möchte so ein bisschen inspirieren, dass wir alle unsere eigenen Sounds, unsere eigenen Lieder auch finden können, um Gott anzubeten. Hallo miteinander. Wir wollen anbeten und ein bisschen über Anbetung sprechen und mal schauen, wo es uns hinführt. Wenn ich eine Anbetungszeit starte, dann bete ich normalerweise nicht, weil das irgendwie eine magische Formel wäre oder so. Oder weil nur der Heilige Geist dann kommt oder wirkt, sondern es geht mehr darum, dass ich auch Teil bin. Also es geht, ich weiß, Gott ist schon hier und seine Anbetung, die läuft schon, die läuft immer. Aber ich bete, weil ich Teil werden möchte. Ich mache einen aktiven Schritt und sage, ich will Teil sein dieser Anbetung. Heilige Geist, komm und führ mich in die Gegenwart vom Vater, führ mich dorthin, wo die Anbetung ist, die ewige Anbetung, die nie wird aufhören. Ich lege alles vor dich hin, alles, was ich habe und bin. Beende jedes Maskenspiel, du kennst mich besser als ich mich selbst. Du kennst mich besser als ich mich selbst. Ich lege alles vor dich hin, alles, was ich habe und bin. Binde jedes Maskenspiel, du kennst mich besser als ich mich selbst. Du kennst mich besser als ich mich selbst. Und ich weiß, ja ich weiß, du liebst mich wie ich bin. Ja, ich weiß, du liebst mich, wie ich bin. Schau ich in den Spiegel, seh ich nur noch dich, seh ich nur noch dich in mir. Schau ich in den Spiegel, seh ich nur noch dich, seh ich nur noch dich. Verbergen, auch wenn es manchmal schmerzt. Stattdessen will ich alles vor dich legen. Diese alten Lügen brauche ich nicht mehr. Ich entscheide mich, ich lasse alles los.
lasse alles los. Lasse alles los. Und je mehr ich geb, umso leichter wird's mir. Und je mehr ich geb, umso leichter. Zum Beginn vom Worship suche ich meistens nach Liedern, die uns da abholen, wo wir sind. Ich erlebe ganz stark, dass im Gemeindekontext, dass die Leute mit so Erwartungen kommen und mit Haltungen, die sehr, sehr ungesund sind. Ich glaube, Gott liebt uns so, wie wir sind und möchte uns auch so, wie wir sind, begegnen. Es heißt, dass er nicht gekommen ist, für Gerechte zu sterben, sondern für Sünder. Und dass er uns geliebt hat und er errettet und erlöst hat, bevor wir ihn irgendwie wollten oder erkannt haben. Und ich glaube, dass es auch unsere Aufgabe ist, den Menschen die Chance zu geben, in den Worship reinzukommen, ohne irgendwelche religiöse Übungen machen zu müssen. Ich habe jetzt bei diesen zwei Songs ein paar Fehler gemacht. Die Stimme hat nicht immer gestummen, die Finger sind mir zum Teil abgerutscht. Aber das macht nichts, weil das gehört dazu. Ich glaube, es gehört dazu beim Anbeten, dass wir echt sind, authentisch und dass wir auch zu unseren Fehlern stehen können. Ich erlebe immer wieder Worship-Leiter, die sehr im Stress sind, weil sie das Gefühl haben, sie müssen alles perfekt machen. Und ich glaube, diese Perfektion, die kann ein Hindernis sein. Aber wenn ich erkenne, dass in meiner Schwäche, in meinen Fehlern, dass mir Gott da begegnen will, dann habe ich einen Bonus. Das erste Lied, was ich gespielt habe, das habe ich geschrieben in einer Worship-Zeit. Wir hatten ein Fenster, wo wir einfach spontan angebetet hatten und ich hatte nur diesen Teil hier. Und ich weiß, ja ich weiß, du liebst mich, wie ich bin. Nur dieses Aufwärtsgehen und einfach dieses Wiederholen von ich weiß es, vielleicht auch ein bisschen als Proklamation, weil wir es oftmals nicht wissen. Und ich glaube,
Worship-Songs haben die Möglichkeit, Dinge, die wir noch nicht haben, aber erlangen wollen, da durchzudrücken durch diese unsichtbare Wand und uns das zu holen. Und dann beim zweiten Teil, also beim dritten Teil, schaue ich in den Spiegel. Das ist der Teil, der am schwierigsten ist zu glauben. Schau ich in den Spiegel, seh ich nur noch dich, seh ich nur noch dich in mir. Auch das eine Proklamation. Ich kenne dieses Gefühl, was ich da beschreibe, das kenne ich, das ist authentisch, aber es ist nicht immer da. Und trotzdem kenne ich dieses Gefühl und ich möchte mich an dieses Wissen, an dieses Gefühl hängen. Es gibt diese Zeiten in der Anbetung, wo Gottes Geist, Gottes Gegenwart so stark da ist, dass ich plötzlich mit mir selber klarkomme. Ich als Mensch, der immer ein bisschen unzufrieden ist mit sich selber und immer an sich rumnörgelt und Zweifel hat und sich schlecht fühlt. Es gibt diese Momente in der Gegenwart Gottes, wo ich plötzlich erkenne, ich bin okay, wie ich bin. Gott nimmt mich so an. Und wenn ich dann in den Spiegel schaue, dann kann ich Gottes Güte sehen. Ich kann ihn sehen und ich möchte werden wie Jesus. Und es gibt diese Schriftstelle, wo es heißt, dass wir mit unverhülltem Gesicht seine Herrlichkeit widerspiegeln. Aber das hat damit zu tun, dass wir unser Gesicht enthüllen wollen. Und deswegen auch dieser erste Teil, dieses Maskenspiel aufzuhören. Und ich glaube, wir müssen aufpassen als Worship-Leiter, dass wir den Leuten die Zeit geben, dass sie ihre Masken hinlegen können. Weil sonst werden sie sich einfach eine fromme christliche Maske aufsetzen, eine Worship-Maske, und dann werden sie so tun, als wäre alles okay. Aber es ist nicht, was Gott möchte, sondern Gott möchte uns in unserem Innersten begegnen und uns verändern. Und deswegen Masken ablegen, damit er auch unser Gesicht sehen, heilen und anrühren kann. Genau, der zweite Song, Luftballon nenne ich den, hat damit zu tun, dass wenn wir nämlich diesen Schritt machen und das ablegen, was uns hält, dann geht es wie von alleine, geht es einfach hoch, hoch und dann plötzlich ab einer bestimmten Höhe, keine Ahnung, ich kann das nicht erklären, wird es dann plötzlich real. Das heißt, zuerst sind wir vielleicht in diesem Gefühl von, ah, und ich möchte mich nicht mit mir beschäftigen, ich möchte nicht ablegen, ich möchte nicht abgeben, es tut weh, es schmerzt zu sehen, wer man ist und was man denkt. Und dann, wenn man es loslässt, kommt diese Leichtigkeit und plötzlich in dieser Leichtigkeit ab einer bestimmten Ding kommt diese Freude und diese Energie, die dann einfach wie alles, ja, alles andere völlig in den Schatten stellt. Bin ich bei dir, vergesse ich alles um mich rum und ich sehe nur nach dich. Bin ich bei dir, erkenne ich, wer ich wirklich bin. Und ich spür, wie du mich trotzdem liebst. Es geht nicht um mich. Ich will sehen, wie du bist. Hören, wie du zu mir sprichst. Spüren, wie du mich berührst. Wissen, wie du denkst. Fühlen, wie dein Herz brennt. Ich will einfach mehr von dir. Vergesse ich alles um mich rum und ich sehe nur noch dich. Bin ich bei dir, erkenne ich, wer ich wirklich bin und ich spür, wie du mich trotzdem liebst. Es geht nicht um mich, ich will sehen, wie du bist, hören, wie du zu mir sprichst, spüren, wie du mich berührst. Wissen, wie du denkst, fühlen, wofür dein Herz brennt. Ich will einfach mehr von dir.
zu mir sprichst, spüren, wie du mich berührst. Wissen, wie du denkst, und fühlen, wofür dein Herz brennt. Ich will einfach mehr von dir. Zu mir sprichst, spüren, wie du mich berührst. Wissen, wie du denkst, fühlen, wofür dein Herz brennt. Ich will einfach mehr von dir. Ich will einfach mehr von dir. 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 Wir suchen dich, so wie die Wüste Wasser braucht. Komm zu uns. Wir brauchen dich, schenk uns deine Gegenwart ganz neu. Komm zu uns. Und Jesus, wir brauchen dich, wir sehnen uns nach dir. Komm, füll diesen Ort, begegne uns ganz neu. Dein Reich komme her, dein Wille soll geschehen, mitten unter uns. Dein Reich komme her, mitten unter uns. Dein Reich komme her. Wasser braucht, komm zu uns. Wir suchen dich, schenk uns deine Gegenwart ganz neu. Komm zu uns. Und Jesus, wir brauchen dich, wir sehnen uns nach dir. Mitten unter uns. Dein Reich komme her. Mitten unter uns. Dein Reich komme her. Du bist Herr. Du bist König, du bist Gott
und du wirst es immer sein. Du bist Herr, du bist König, du bist Gott und du wirst es immer sein. Es ist einfach, sich hinter Songs zu verstecken, hinter Liedern, von denen man weiß, was sie ausmachen, was sie auslösen können. Und ich glaube, wir sind in einer Gefahr heutzutage, wo wir so viele qualitativ gute Musik haben und so viele Technik und so weiter. Und das kann uns ablenken von der eigentlichen Sache. Ich möchte lernen, Gott anzubeten mit oder ohne Instrument, mit oder ohne Klang, mit oder ohne irgendetwas. Ich möchte Gott einfach anbeten, grundsätzlich. Und wenn ich dann ein Instrument nehme, dann soll das, was ohnehin schon passiert, verstärkt werden und soll eine Form kriegen, es soll eine Farbe kriegen. Aber ich glaube, es ist gefährlich, sich hinter Performance zu verstecken. Wenn ich vor der Gemeinde anbete oder auch für mich zu Hause, habe ich keinen Platz, mich um Musik zu kümmern. Es kann nicht sein, dass ich während dem Worship die ganze Zeit am Denken bin, oh, was kommt jetzt für ein Akkord und was ist jetzt für ein Tempo und was muss ich jetzt und was passt und was passt nicht. Das lenkt mich ab. Ich möchte die Musik so beherrschen, dass sie mich
während dem Anbeten nicht ablenkt, sondern beflügeln kann. Ich möchte mein Instrument so beherrschen, dass ich nicht mehr denken muss, was mache ich gerade, weil dann kann ich es wirklich einsetzen. Und das ist bei Songs, denke ich mir, ziemlich ähnlich. Ich möchte nicht mich hinter Songs verstecken, hinter Performance verstecken, hinter Abläufen verstecken, sondern ich möchte auch schon nur, wenn ich einfach nur auf der Gitarre spiele. Es ist kein Lied, es ist gar nichts. Ich möchte darauf vertrauen, dass wenn ich anbete, dass das, was ich gebe, was ich mache, dass Gott kommt und das füllt. Wenn ich vor Menschen bin und anbete und die Leute in die Anbetung mitnehmen will, dann habe ich eine Verantwortung. Und wenn ich aber meine Zeit investiere in, ich mache mir Gedanken über meine Musik und wie geht jetzt dieser Akkord und wie geht jetzt dieser Rhythmus, also wenn ich zu wenig geübt habe, dann verbringe ich meine Zeit mit Musik anstatt mit Anbeten und Menschen in Anbetung führen. Ich bin nicht der Meinung, dass alles perfekt sein muss, aber ich glaube, dass Musik für uns ein Hindernis sein kann, wenn wir anbeten, wenn uns die Musik ablenkt. Und ich glaube, wir sollten uns auf Gott fokussieren können. Das heißt, ich möchte während dem Üben so gut üben, dass ich es so perfekt kann wie nur möglich. Aber sobald ich vor Menschen stehe und Anbetung leite, möchte ich nicht mehr üben. Das ist der Moment, wo ich mache, was ich tue, was ich kann, was ich geübt habe. Aber das ist nicht der Moment, um sich Gedanken zu machen, das war jetzt schlecht oder das hätte ich anders machen müssen oder wie geht es auch schon wieder und was muss ich jetzt genau tun? Und diese Überforderung, die kann uns im Weg sein, Gott anzubeten. Ich glaube, wir brauchen die Freiheit auf der Bühne und die können wir uns erarbeiten, indem wir neben der Bühne, vor der Bühne, dass wir uns da vorbereiten. Das kann ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, dass du planmäßig einstudierst, was machst du auf der Bühne und dir das dann die Sicherheit gibt und nicht mehr ablenkt. Oder es kann sein, dass du sagst, nein, ich muss absolut frei sein. Also ich bin mehr so der Chaot. Ich möchte nicht vorbereitet sein, damit wenn ich auf der Bühne bin, dass ich abhängig bin und ich dann hören muss, Gott, was ist jetzt dran? Was braucht es in dem Moment? Es gibt so viele verschiedene Strategien, aber ich glaube, es ist wichtig, eine herauszufinden, von der wir wissen, wir können die meiste Zeit uns auf Gott fokussieren und sind nicht abgelenkt von irgendwelchen Dingen. Wenn ich zum Beispiel dann einen Song fertig habe und ich weiß noch nicht, was mache ich als nächstes, dann könnte mich das ja jetzt enorm stressen und dann könnte ich denken, ich beende es einfach und dann mache ich irgendwas. Aber ich möchte lernen, in der Gegenwart einfach zu sein und zu akzeptieren. Das heißt, wenn der Song zu Ende ist, dass ich dann einfach weitermache. Meine Finger, die wissen, wie dieses Instrument funktioniert. Das muss ich nicht mehr überlegen. Das heißt, ich kann da einfach sein und kann selber kurz zurücklehnen und kann mich öffnen und fragen, Gott, hey, was ist jetzt dran? Soll ich was sagen? Soll ich nichts sagen? Soll ich einen Song anfangen? Was für einen Song? Was kommt als nächstes? Und das mache ich nicht aus einem Ort der Verzweiflung, was kommt als nächstes, sondern das mache ich aus dieser Ruhe heraus, dass ich weiß, Gottes Gegenwart ist hier, auch wenn ich gar nichts mache. Und ich glaube, das ist etwas, was wir aufpassen müssen, weil wir unsere Rolle als Worship-Leiter manchmal ein bisschen überschätzen und auch unterschätzen gleichzeitig. Überschätzen im Sinn von, wir sind verantwortlich, was passiert im Raum. Ja, wir haben Verantwortung, aber diese Verantwortung ist in einem Zusammenspiel mit Gott, mit den Leuten. Es ist wie dieses Miteinander. Wir sind am Kommunizieren mit den Menschen, wir sind kommunizieren mit Gott und die Menschen sind auch mit Gott am Kommunizieren. Es ist wie ein gemeinsames Machen. Und da kann ich vertrauen, dass in dem Moment, auch wenn ich auf der Bühne bin und sage, was geht, auch in diesem Moment kann ich zurücklehnen und einfach Teil sein. Teil sein der Anbetung, Teil sein der Gegenwart. Und dann, wenn ich weiß und spüre, was ist mein nächster Schritt, dann kann ich das Zepter wieder übernehmen. Weil ich glaube, das gibt diese entspannende Haltung, die auch mehr Wirken vom Heiligen Geist zulässt.
Wenn wir schon alles fertig geplant haben, weil wir alles in unserer Weisheit und Erkenntnis alles schon begriffen haben, dann verpassen wir möglicherweise etwas, was gerade in dem Moment von Gott geplant ist, was ich bei meiner Planung aber noch nicht gesehen habe. Also diese Lockerheit einfach weiterzuspielen und zu warten und zu hören und dann einfach weiterzugehen. Und dann gibt es Songs, die entstehen als Funktion. Wir haben verschiedene Songs, die verschiedene Werkzeuge auch sein können während der Anbetung. Ich brauche das Wort Werkzeug so ein bisschen mit Vorsicht, weil ich glaube, Musik an und für sich ist ein Werkzeug. Das können wir nicht abstreiten. Aber ich glaube, dass wir lernen müssen, das richtig einzusetzen. Ich glaube, man kann mit Musik ganz viel manipulieren. Sonst würde das Kino nicht funktionieren. Im Kino passiert so viel Emotion rein über die Musik. Und ich glaube, als Kirche haben wir auch eine Verantwortung, nicht einfach wie die Welt mit oberflächlicher Manipulation Menschen an den Ort hinzukriegen, emotional, dass wir wollen. Das ist nicht Worship leiten, das ist einfach Musik machen. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht einfach diese Tools verwenden, sondern die Songs so einsetzen, wie es Sinn macht in einem Gottesdienst. Wenn Menschen abhängig davon sind, einen bestimmten Klang zu hören, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, dann haben wir verloren. Also wenn wir bestimmte Instrumente brauchen, damit Gott wirken kann, oder wir das Gefühl haben, Gott kann wirken, dann haben wir verloren. Wenn Gottes Gegenwart abhängig ist von unserer Musik, dann haben wir unsere Rolle missverstanden und wir sind mitverantwortlich, dass Gott nicht wirken kann. Und ich glaube, Gott kann wirken, wann er will. Und das heißt, er kann immer und er kann alles. Ich möchte mit der Musik einen Weg auftun. Ich möchte Menschen mitnehmen. Aber ich muss aufpassen, dass das Werkzeug Musik und das Werkzeug Lied nicht als Manipulation funktioniert, sondern als Einladung. Und es muss immer diese Freiheit geben. Ich mache manchmal extra so ein bisschen, ich mache manchmal extra ein bisschen antiklimaktische Aussagen während dem Worship. Das heißt, ich mache so ein bisschen lockere Witze oder so. Ich nehme mich auch nicht zu ernst selber auf der Bühne, weil ich glaube, dass diese künstliche Spannung, dass das eine Oberfläche auch multiplizieren kann. Ich möchte nicht, dass Menschen lernen, bei welchem Sound muss ich mich wie bewegen, damit man das Gefühl hat, Gott ist da. Sondern ich möchte, dass Menschen fähig sind, in jeder Situation Gott anzubeten. Das heißt, zu Hause, wenn keine Musik ist, im Wald, unter Menschen, wenn ich durch den Bahnhof gehe und ich bin umgeben von 1000 Menschen oder in der Kirche, überall, ich möchte fähig sein, mich auf Gott auszurichten. Und Musik kann ein Werkzeug sein. Und verschiedene Lieder sind verschiedene Werkzeuge. Zuerst die ersten beiden, die ich gespielt habe, das sind mehr Werkzeuge, wo ich die Leute mitnehmen will und ihnen die Zeit geben will, irgendwie abzulegen. Und dann gibt es diese Songs, die die Aufgabe haben, die Menschen zu erinnern, sich auf Gott auszurichten und dankbar zu sein. Es gibt Songs, die diese Dankbarkeit in sich tragen. Und dann gibt es gewisse Songs, wenn ich die schreibe, dann schreibe ich die, weil ich auch gewisse theologische Dinge verankern will. Weil ein Lied auch eine Proklamation ist. Und ich habe zum Beispiel diesen Song hier erfüllt, habe ich geschrieben, weil wir in der Gemeinde diese neue Theologie ein bisschen wieder entdeckt haben, ist ja nicht neu, aber wieder entdeckt haben, dass Gott ja in uns ist und durch uns ist und wirkt durch uns. Und ich habe dann nach einem Song gesucht, der aussagt, dass Gott nicht nur unsere Gefühle berührt oder unser Herz oder unsere Seele, sondern auch
unseren Verstand und unsere Tätigkeiten. Und ich habe keinen Song gefunden, deswegen habe ich einen geschrieben. Und ich hatte nur einen Refrain im Kopf zuerst und der ging etwas so. Erfüllst mich mit deiner Liebe, teilst mit mir deine Macht. Durchströmst mich mit deiner Herrlichkeit, kommst über mich mit Kraft. Und ich habe mir das so als Proklamation vorgestellt, so. Aber als ich dann den Song geschrieben habe, habe ich festgestellt, das ist eigentlich gar nicht der Refrain, das ist gar nicht die Hauptaussage, sondern das ist mehr die Einleitung in das eigentliche Thema, weil das eigentliche Thema ist etwas viel Tieferes. Ich spiele den Song. Erfüllst mich mit deiner Liebe, teilst mit mir deine Macht. Du strömst mich mit deiner Herrlichkeit, kommst über mich mit Kraft. Erfüllst mich mit deiner Liebe, teilst mit mir deine Macht. Du strömst mich mit deiner Herrlichkeit, kommst über mich mit Kraft. Deine Liebe füllt mein Herz, deine Gedanken meinen Verstand. Bist ein Teil von mir, ja, du lebst in mir. Dein Wille soll durch mich geschehen, damit die Menschen um mich sehen. Bist ein Teil von mir, ja, du lebst in mir. Erfüllst mich mit deiner Liebe, teilst mit mir deine Macht. Du strömst mich mit deiner Herrlichkeit, kommst über mich mit Kraft. Erfüllst mich mit deiner Liebe, teilst mit mir deine Macht. Du strömst mich mit deiner Herrlichkeit, kommst über mich mit Kraft. Deine Liebe füllt mein Herz, deine Gedanken meinen Verstand. Bist ein Teil von mir, ja, du lebst in mir. Dein Wille soll durch mich geschehen, damit die Menschen um mich sehen. Bist ein Teil von mir, ja, du lebst in mir. Deine Liebe füllt mein Herz, deine Gedanken meinen Verstand. Bist ein Teil von mir, ja, du lebst in mir. Dein Wille soll durch mich geschehen, damit die Menschen um mich sehen. Bist ein Teil von mir, ja, du lebst in mir. Genau, das war's auch schon von meiner Seite. Das waren alles Songs, die ich im Laufe der Zeit geschrieben habe, außer ein Refrain, der ist von einem Freund von mir. Und das sind Lieder, die haben mich begleitet unterwegs. Ich habe in verschiedenen Settings, in verschiedenen Orten Musik gemacht und Worship geleitet. Das heißt, ich bin zum Beispiel Teil der Metal Church in der Schweiz. Das heißt, wir machen im Jahr viermal einen Gottesdienst für Menschen aus der Heavy Metal, aus der Rockszene. Und da bin ich Teil des Worship Teams und wir versuchen da auch
eine Sprache, eine musikalische Sprache zu finden, die den Leuten in diesem Gebiet hilft. Und auf der anderen Seite mache ich für mich auch ganz viel andere Musik. Zum Beispiel bin ich im Irish Folk unterwegs. Ich mache so Singer-Songwriter-Sachen. Bin da unterwegs in Kneipen und Bars und mache da sehr viele Musik. Und ich habe in verschiedenen Orten festgestellt, dass es so viele verschiedene schöne Klänge, so viele schöne Harmonien und Verständnisse von Musik gibt. Aber wenn ich die Worship-Szene weltweit angucke, dann sehe ich ein bisschen eine Mangelerscheinung an Farben. Ich habe das Gefühl, egal wo Worship produziert wird, es hat immer dieselben Beigeschmäcke. Und du denkst jetzt dir vielleicht, ja, aber das ist halt, weil diese Art von Weise der Heilige Geist mehr wirkt. Und ich möchte das bezweifeln. Ich glaube, dass Gott uns verschiedene Sprachen gegeben hat und er sagt, dass jede Zunge ihn bekennen wird. Und es heißt nicht, er wird alle Zungen gleich machen und die werden dann ihn in einer Zunge bekennen. In der Offenbarung, wo beschrieben wird, wie das Volk aussieht, das Gott erwählt hat, dann heißt es von allen Nationen, von allen Enden der Erde, von allen Sprachen. Und ich glaube, dass diese Anbetung diese Vielfalt auch tragen und zeigen kann, weil wir sind alle Teil eines Leibes und es gibt Füße und Augen und Hände und alles Mögliche und ich glaube, dass wir auch in der Anbetung diese verschiedenen Farben brauchen. Und ich persönlich finde es sehr schade, dass einfach Worship-Teams andere Worship-Teams kopieren müssen und diese sind dann auch wieder eine Kopie von einem anderen Worship-Team, das dann ein bisschen erfolgreicher ist und ein bisschen berühmter. Und alle versuchen sich so gegenseitig zu imitieren, dass die eigene Klangfarbe ein bisschen verloren geht. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du ein Worshipper bist, wenn du ein Musiker bist, bring deine eigenen Farben mit. Und ich weiß, dass Gemeinden so funktionieren, leider oftmals, dass wir als Gemeinde versuchen, ein bestimmtes Image, einen bestimmten Style rüberzubringen. Und vielleicht brauchen wir mehr Selbstvertrauen und zu sagen und zu glauben, dass das, was Gott mir persönlich und dir persönlich gegeben hat, dass das das fehlende Puzzleteil ist, dass das das Stück ist, das fehlt, um deine Gemeinde richtig aufblühen zu lassen. Denn wenn ihr als Worship-Team oder du als Musiker oder als Worship-Leiter immer eine Kopie bist, dann wirst du nie in deine Berufung reinkommen, sondern in die Berufung von jemand anderem. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du deine Farben, deine Ausdrucksformen, deine Rhythmen, deine Melodien, deine Harmonien, deine Klänge, deine Timbre, all deine Eigenartigkeit verwenden kannst, um Gott anzubeten. Weil ich glaube, Gott freut sich ab der Vielfalt. Und so möchte ich dich ermutigen, schreib deine Songs, bring deine Songs und finde andere Menschen, die dir Raum geben, diese Eigenheiten auszuleben und Gott in Freiheit anzubeten. Genau, das war's von meiner Seite. Danke fürs Zuschauen.